Hallo unsere Freunde, ich melde mich mal ganz kurz außer der Reihe zu Wort. Ich gehe zurzeit jedem damit auf die Nerven. Ich habe ein kleines Rätsel für euch. Mal sehen, ob ihr das erratet. Also strengt mal eure grauen Zellen an. Es gibt ja in der Bundesrepublik Deutschland die 20 Euro Silbermünzen. Diese sind reguläres Zahlungsmittel und die bekommt man zum regulären Wechselkurs bei der Bank. Also 20 Euro als Schein gegen 20 Euro in Silber. Jetzt habe ich für euch ein Rätsel. Genau aufpassen. Mal sehen, ob ihr drauf kommt. Brille nach oben schieben, dann wirklich intellektueller. Ich habe bei meiner Bank zum Wechselkurs 15 20 Euro Stücke bestellt und habe 10 Stück bekommen. Wie viel Geld habe ich ausgegeben? Ich lasse euch noch eine Weile schmoren. Wir gehen jetzt erstmal schön kurz rüber und ich zeige euch die Münzen. Silbergedenkmünzen haben in der Bundesrepublik eine sehr lange Tradition. Begonnen haben die ja im Jahre 1952 mit dem 5-D-Mark-Stück Germanisches Museum. Die Münzen sind meistens in Silber, wobei der Silbergehalt pendelt zwischen 625er und 925er. Von 1952 bis 1979 waren die Münzen in Silber und die 5-D-Mark-Stücke und von 1979 bis 1986 mit dem Auslaufen der 5-D-Mark-Gedenkmünzen waren sie in Kupfernickel. Dann erschienen ab 1987 die 10-D-Mark-Stücke, die bis 2001 erschienen sind, bis zur Einführung des Euros. Und dann gab es dann die 10-Euro-Gedenkmünzen, später gab es die 20-Euro-Gedenkmünzen. Es gibt auch 5-Euro-Gedenkmünzen und 10-Euro. Die neuere mit dem Polymerring, die sind allerdings nicht in Kupfernickel. Aber die 20-Euro-Münzen und die meisten 10-Euro-Münzen waren auch in Silber. Muss ich mal eine Sendung drüber machen. Die Münzen sind in der Regel sehr schön gemacht und zeigen auch immer verschiedenste Motive. Sehr interessant. Münzen sammeln kann genauso süchtig machen wie Masters und Star Wars Figuren sammeln. Die Münzen laufen in Deutschland als reguläres Zahlungsmittel und theoretisch ist der Einzelhandel verpflichtet, diese Münzen einzulösen. Aber da gibt es auch immer wieder ein bisschen Probleme. Bei der Bank, wo ihr die geholt habt, könnt ihr die jederzeit wieder zum regulären Wechselkurs umtauschen. Wobei der Sammlerwert bei vielen Münzen deutlich höher ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Münzen nicht so verkratzen. Das Spielen gerade an der Bar, das hat den Sammlern bestimmt wehgetan. Also ein 20-Euro-Stück verfügt ihr, wenn ich richtig ablese, über 18 Gramm, davon sind 16,65 Gramm Feingewicht Silber. Ich persönlich nehme diese Münzen auch sehr gern als Geschenk. Es ist was Schönes, Ausgefallenes und etwas Wertbeständiges, vor allem gerade durch Silber. Und ich sammle natürlich die Münzen auch. Es erscheinen 5 Münzen pro Jahr. Es gibt auch Münzen zu 100 Euro in Gold. So, aber jetzt zurück zur Retrobar und zur Auflösung unseres Rätsels. Nochmal. Ich habe 15 20-Euro-Stücke bestellt, habe 10 Stück bekommen. Wie viel Geld habe ich ausgegeben? Sammlerfreunde, normalerweise bewahrt man solche Münzen in so kleinen Hartplastikboxen auf oder in so Kunststoffschutzhüllen. Ich nehme es jetzt gerade mal ausnahmsweise hier raus für die Sendung. So, jetzt zurück zum Rätsel. Wisst ihr schon, wie viel Geld ich ausgegeben habe? Ich hatte 15 20-Euro-Stücke bestellt zum Wechselkurs. Habe aber nur 10 bekommen. Einige werden jetzt sagen, ja, 15 mal 20, das macht 300 Euro. Falsch, ich habe ja nur 10 Stück bekommen. Und jetzt werden alle anderen sagen, ja, 10 mal 20 gleich 200. Ihr seid reingefallen, ihr seid reingefallen. Falsch, ich habe gar nichts ausgegeben. Ich habe 200 Euro in 200 Euro gewechselt. Ist ja ein reguläres Zahlungsmittel, kann ich jederzeit bei meiner Bank wieder umtauschen. Ich bin also hergegangen, habe 200 Euro in 10 20-Euro-Stücke gewechselt. Das ist etwas so, als wenn ich einen 200-Euro-Schein in 10 20er wechsle. In diesem Sinne, Sammlerfreunde, freut mich, dass ich euch reinlegen konnte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Fantastic, Toys and Merchandise. Und dann geht's wieder um Star Wars, Masters und Sammlerstücke.